Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind hoch über Bielefeld und Bielefeld kriegt demnächst eine neue Attraktion, nämlich hier diesen Zug, der von hier nach Bielefeld düst. Aber da ist die Strecke noch nicht ganz fertig. Da unten sind wir stehen geblieben, wir machen dann hier die Kurve und gehen ins Städtchen rein. Jetzt müssen wir aber ganz kurz noch zuerst nach Wolfsburg. Da habe ich gerade in einem Kommentar gelesen, dass hier der Treibstoff gar nicht abgeholt werden kann, beziehungsweise diese LKWs hier, die transportieren keinen Treibstoff. Das werden wir mal kurz kontrollieren. Ich brauche mal die Linien. Wir gehen mal hier runter. Dann haben wir hier die Lastwagen. Sind das die Lastwagen oder sind das? Ja, da sind sie ja schon. Nahrung, die sind festgelegt. Die Industrie. Wir müssen mit dem Treibstoff zur Industrie. Also die sind nicht festgelegt. Das heißt, sie könnten, wenn sie denn fähig wären, Treibstoff zu transportieren. Das weiß ich nicht auswendig. Da brauchen wir kurz das Depot, dann können wir gucken. Güter, das waren diese roten Volvos. Nehmen. Nein, können sie nicht. Okay, besten Dank für diesen Hinweis. Das werden wir natürlich ändern. Das werden wir ändern müssen. Die Linie haben wir, aber wir haben die Fahrzeuge nicht. Nee, da müssen wir aber eine neue Linie machen, denn ganz einfach. Ich kann ja mal kurz laufen lassen, dann sehen wir auch was. Ja, wenn der Fahrzeugersatz greift, ja, da können wir nur ein Fahrzeug installieren. Das heißt im Endeffekt entweder die oder die anderen. Und das heißt dann wieder im Endeffekt, irgendwas wird nicht transportiert werden. Weil mit den Tanklastern können wir hier dann das andere Zeug nicht transportieren. Maschinen und Co. Deswegen müssen wir eine neue Linie machen. Dann brauchen wir hier mal die Übersicht. Industrie haben wir hier. Wir gehen wahrscheinlich irgendwo hier hin mit den LKWs. Wenn man da guckt, die fahren da lang. Oder fahren wir hier hin? Wäre naheliegend, ist schön zentral. Wo gehen wir denn hin? Wenn wir hier mal die Linie aufrufen. Industrie. Tatsächlich, hier zum Kirchplatz. Okay, dann machen wir das anders. Dann gehen wir mit der Treibstofflinie hier hin. Da müsste auch alles abgedeckt werden. Das sieht man auch mehr oder weniger. Hier unten fehlt ein bisschen was. Aber das können wir verkraften. Oder wie wäre es, wenn wir hier hingehen? Dann haben wir den Bereich nicht. Okay, von daher, es hat schon Grund, warum wir hier hingefahren sind mit der anderen Linie. Aber das passt schon nach da. Also, brauchen wir eine neue Linie. Die würde dann von hier hindüsen. Und das wäre dann, das können wir jetzt separat bezeichnen. Das nicht als, also nicht als Industrie blablabla, sondern ganz einfach Treibstoff für Wolfsburg. So, dann wissen wir auch, was das genau ist. Und jetzt brauchen wir die Fahrzeuge natürlich noch. Das können wir schließen hier. Dann haben wir es nicht mehr so schön bunt. Dann haben wir es wieder realistischer. Güter. Und dann irgendwie was in der Richtung zum Beispiel. Genau, nehmen wir doch diese orangen Volvos. Und die transportieren dann nicht automatisch, sondern definitiv Treibstoff. Machen wir mal ein paar. So, Linie zuweisen. Nicht Bus Wolfsburg, sondern Treibstoff. Haben wir hier. Bestens. Dann können wir das Ganze wieder laufen lassen. Dann kommen die hier raus und dann wäre dieses Problem behoben. Besten Dank nochmal für diesen Hinweis. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr gemerkt. So im Nachhinein ist das dann tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr zu ändern, wenn man so viele andere Sachen im Kopf hat, was das Spiel angeht. So, deswegen nochmal danke. Die fahren jetzt hier lang, die machen und tun und jetzt kriegen sie hier auch die Treibstoffe. Bestens. Dann können wir hier zurückgehen nach Bielefeld und bauen hier an dieser Strecke weiter, damit wir möglichst bald hier diesen Zug... Bielefeld ist nicht angeschlossen. Ja, das ist die Meldung, die ich in der letzten Folge erwähnt habe. Die kriegen wir jetzt je nachdem vielleicht öfters. Das haben wir ja ganz bewusst gemacht, weil wir erstmal gucken wollen, was passiert, wenn wir hier den Besuchermagneten installieren. Kommen dann trotzdem Autos, obwohl die Straße nicht angeschlossen ist. Die Fußgänger, die können ja hier zum Bahnhof. Das ist dann kein Problem. Wir werden es wissen, sobald wir den Besuchermagneten installieren oder installiert haben. Aber jetzt geht es hier erstmal weiter. Und dass das Ganze eingleisig ist, Oberleitung brauchen wir nicht, hat auch seinen Grund. Ich würde hier nur wirklich nur einen Zug installieren. Da brauchen wir gar nicht mehr. Der soll dann vom Hauptbahnhof da hochfahren. Also jetzt hier durch. Vielleicht auch möglichst nah an dieses Haus ran. Hier hoch, hier rüber und dann da ins Gleis oder anders. Hier hoch, hier rüber. Hier eine Kurve rüber und dann da ins Gleis. Das würde ich so machen. Also dann fahren wir hier tatsächlich mit der schönen Bahn dann noch ein bisschen durchs Städtchen durch. So, hier möglichst gerade.
Machen wir mal so. Ist jetzt halt doof mit diesen Lags, wenn man dann so Zentimeter für Zentimeter im Prinzip bauen muss, aber es geht nicht anders. Wenn ich das hier möglichst nah an den Häusern dran haben will, muss ich das tatsächlich so machen. Jetzt gehen wir hier aber ein bisschen zurück, weil wir müssen hier wieder noch eine Kurve haben. Gibt dann eine schöne S-Kurve. Das ist ja auch völlig okay. Eben, der Zug hat überhaupt keinen Stress. Also der soll fahren können und der soll hier auch Kurven machen können. Wenn das jetzt hier zu eng wird, dann ist das Häuschen hier fällig. Da machen wir jetzt gar keine großen Sachen mehr. Ja, es müsste wahrscheinlich gehen, aber da müssen wir die Straße kappen. Gut, und wenn wir die Straße kappen, ist das Haus auch fällig. Also von daher hat sich das jetzt eigentlich eh schon wieder erledigt. Halt, altes Gleis. Ja, hier außen kommen wir rum. Dann können wir die Straße nachher wieder rüberziehen. Können wir natürlich machen. Würde ich eigentlich sogar gerne. Jetzt hier hoch. Und mit den Straßen, das machen wir nachher. Wenn wir die Strecke fertig haben, werden wir zuerst hier mit den Straßen noch was machen. So, dass sie möglichst nah mit den Häusern im Prinzip hier rankommen. Okay, wenn wir das so machen, dann kommen wir hier eigentlich in dieses äußerste Gleis. Und das haben wir, das muss ich gar nicht kontrollieren. Das weiß ich, dass wir das sozusagen haben, das Gleis. Was mir jetzt aber auch gerade noch einfällt. Heiliges bisschen, das muss ich jetzt auch noch mal schnell gucken. Wo war das, wo wir das Gleis nicht anschließen konnten? Moment, war das hier unten? Nein. Das war in Umkirch. Und Umkirch war irgendwo hier oben. Kann das sein? Schönbach? Jetzt suche ich allen Ernstes schon wieder Umkirch. Hallo? Langendingens? Okay. Wir machen das wieder so, wie wir es das letzte Mal gemacht haben. Name Umkirch. Bitte hindüsen. Aha, ist hier irgendwie mittendrin. Nee, guck mal. Dann den Gedanken kann ich gleich wieder verwerfen. Denn meine Idee war, ob das hier nicht funktioniert mit der Gleiszuweisung, weil wir hinten wieder rausgehen. Das wäre natürlich eine Erklärung gewesen. Also sprich, dass wir dieses Gleis nicht wechseln können, weil hier hinten zum Beispiel nur dieses eine rausgeht. Das heißt, wenn der Zug hier auf dieses Gleis hätte sollen, dann wäre er hier hinten nicht mehr weitergekommen, falls die Strecke weitergeht. Aber das sieht man relativ deutlich. Nein, hier geht kein Gleis mehr raus. Also die Erklärung habe ich immer noch nicht. Vielleicht stand sie ja in der Zwischenzeit in den Kommentaren. Dann bin ich ja jetzt auf alle Fälle gespannt, was da dann steht, falls das schon stand. Und sonst bin ich gespannt, ob dann irgendwann mal was steht. So, wir gehen zurück, wir bauen weiter. Das war jetzt aber wieder ein Satz. Eieiei, also wo waren wir? Hier oben, da wo die Brötchen sind, genau hier oben. Das ist noch eins falsch. Das ist noch eins rüber. Okay, hier bei diesem schönen Zug. Wir setzen mal die Signale und dann gehen wir zum Thema Straße zurück. Machen wir doch glatt mal hier die alten. Die wird ja mit einem Zug befahren, die Strecke. Das heißt, wir können hier ein Signal setzen. Auch wenn wir es gar nicht brauchen würden, da hier noch niemand fährt. Aber das machen wir jetzt schon mal prophylaktisch. Hier brauchen wir gar nichts. Und hier oben brauchen wir eigentlich auch nichts. Das können wir lassen. Aber hier... Ja, wobei, sollen wir hier beschrankte Bahnübergänge machen? Ich weiß nicht mal, ob wir das unbedingt machen sollten. Wenn hier so eine schöne, langsame Dampflok durchfährt, dann kann man doch eigentlich auch hier diese Bahnübergänge stehen lassen. Wobei, das hier ist ein normaler sozusagen, aber die anderen, die wir da gerade gesehen haben, das sind halt unbeschrankte. Und sonst, ja, die Strecke ist schon cool. Also, ich würde sagen, wir starten mal. Nee, wir machen die Straßen. Jetzt wollte ich schon vor lauter Gier wieder den Zug kaufen. Nö. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir das mit den Straßen machen. Also, ich hätte gerne die Straße so. Irgendwie das dazwischen, also zwischen Straße und Gleis noch Häuser passen. Das wäre dann plus minus etwa so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz wir hier offen lassen müssen, aber... Ich denke mal, das kann man so Handgelenk mal Pi ungefähr machen. Ja, vielleicht ein bisschen weiter weg noch. Und dann da vorne wieder rein. Also das wäre dann hier mit einer Kurve. Und dann da im Prinzip jetzt vom Gleis weg. Irgendwie so nach hier hinten. Ja, das funktioniert. Dann können sie hier nämlich schön reinbauen. Hier natürlich auch. Aber primär interessiert mich, dass sie hier unser Gleis sozusagen ein bisschen zubauen. Okay, lassen wir. Da lassen wir aber auch den Unbeschrankten. Das soll so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, stadttypisch sein. So ein bisschen, ja, wie sagt man dem?
so ein Touristenfänger fast schon, dass man hier eben noch wirklich mit unbeschränkten Bahnübergängen arbeitet. Zumindest da, wo eben die Dampflok unterwegs ist. Da, wo dann die schnellen Züge unterwegs sind, da natürlich nicht. Gut, wir haben Signale, aber wir haben die Straße hier unten noch nicht. Das möchte ich auch noch kurz machen. Hier habe ich sie gekappt. Wo könnte die denn hingehen? Kommen wir hier noch raus? Ohne irgendwie allzu viel kaputt zu machen. Ja. Steigung zu groß. Schade, bis hierhin geht's, aber das bringt nichts. Wenn ich es jetzt hierhin baue, ich komme dann nicht rüber. Wenn wir hier lang gehen? Nee, da muss es aufschütten und machen und tun. Schade, vielleicht mit einem Feldweg. Das kann natürlich auch sein, dass das anders berechnet wird, wenn wir es mit dem hier bauen. Ja. Nee, geht auch nicht. Und da wären noch Gebäude fällig. Wenn wir hier rausgehen. Ich würde sagen, es macht nichts. Wenn wir ein Gebäude verlieren, das würde ich in Kauf nehmen, aber es müsste halt funktionieren. Geht noch nicht. Auch hier nicht. Hier rüber. Nein, es geht nicht. Das sind zu viele Gleise über zu viele Weichen rüber. Oh, es geht. Cool. Ja, plötzlich geht, was vorher nicht ging. Frage mich einer, warum? Das Spiel hat sich's anders überlegt. Das ist gut. Ich mag's, wenn Menschen und Spiele lernfähig sind. Und auch mal einsehen, dass etwas dann eben doch geht. Gut, hier wieder das Gleiche, dass sie hier bauen und hier bauen. Das nehmen wir mal. Dann könnten wir hier diesen Knubbel eigentlich beseitigen, würde ich sagen. Denn hier macht's keinen Sinn. Oh, ja genau. Wieder zu früh geklickt. Hat's nicht mal geheißen, dass gefragt wird, wenn man große Objekte abreißt, dass dann so ein Fältchen kommt? okay. Nee, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich nur den Knubbel da wegmachen. Aber okay, dann haben wir das jetzt so. Machen wir mal... Nee, nicht mit der. Wir machen es mit der anderen Straße. Aber irgendwie schon ein bisschen mit der breiteren. Mit der hier. Und hier wird es dann dünner. Dann könnt ihr hier wieder bauen. Das, was wir abgerissen haben, war, glaube ich, ein Haus. Und hier sowieso. Da bitte auch bauen. Gut. Haben wir noch was? Ja, hier halt. Moment. Machen wir auch. Möglichst hier wieder entlang. Wir können hier ja... wie machen wir das am besten? Oder wir machen hier wieder den Abstand und gehen dann irgendwann mit der Straße aber mal noch zum Haus. Das wäre dann schon auch noch eine Idee. So, schön gerade. Wow, ich staune selber. So, lass mich hier rübergehen. Nee, machen wir anders. Wir machen es mal so. Okay, hier passt definitiv noch was rein. Und jetzt hier vorne gehen wir ans Gleis ran. So, mit einer ordentlichen Kurve. Und gehen darüber und hoffen, dass wir hier hinten nochmal übers Gleis rüberkommen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Es ist nur ein Gleis. Dass wir hier so lang gehen. Haben wir hier noch weitere Gleise, die rauskommen? Es kann sein, dass hier nochmal eins runter möchte. Aber dann ist natürlich diese Straße auch relativ schnell wieder entfernt. Also das ist eigentlich auch kein Problem. Krümmung zu groß. Steigung zu groß. Irgendwas ist immer ein bisschen zu groß. Okay, was können wir sonst nochmal mit der Straße? Nicht viel. Vielleicht auf eine Brücke gehen und hier rüber. Klingt jetzt gerade ein bisschen abstrus, aber warum eigentlich nicht, wenn es gehen würde? Ja, jetzt wird es hier aber wirklich ganz interessant. Vor allem, es geht nicht, man sieht. Kollision mit dem einen Gleis da. Okay, wir sind wahrscheinlich... wir haben zu wenig Platz. Und hier ist natürlich auch noch das Depot im Weg. Sehe ich auch gerade. Ja, wir kriegen die Kollision mit dem einen Gleis da unten, mit dem rechten nicht weg. Gut, dann können wir das vergessen. Nach hier hinten. Aha, guck mal, da, das geht nicht. Aber wenn ich hier wieder weitergehen würde, dann kriege ich die Straße hin. Das ist ja interessant. Interessant zu wissen. Dann machen wir das so. Das stört uns ja nicht. Das kann ich ja wieder abreißen. Vielleicht reiße ich dann nochmal diese Häuserzeile mit ab, weil ich zu früh klicke. So, ganz sachte. Und wunderbar. Dann haben wir das nämlich genauso, wie wir es wollten. Und jetzt würde ich sagen, ist aber langsam der Zug fällig. Beziehungsweise ich sehe gerade noch was. Hier wollen wir noch kurz säubern, dass das wieder normal aussieht. So, und dann lohnt sich das mit dem Zug nämlich umso mehr. Haben wir sonst noch irgendwo was, was wir bereinigen müssten? Ja, das sind Kleinigkeiten. Die hätten wir auch sein lassen können, aber wenn wir jetzt hier den Wischmob schon in der Hand haben, dann würde ich das gerne auch schön haben. Gut, also wir bräuchten ein Depot, beziehungsweise warum nicht
zuerst die Linie machen. Zack, das wäre dann von hier Bielefeld Ost. Können wir ja noch umtaufen, das Ganze. Das ist nicht Bielefeld Ost hier oben, sondern das ist, Moment, da muss ich hier schließen, den Bahnhof haben. Und dann ist es nicht Bielefeld Ost, sondern ganz einfach Aussichtsplatt. Form, genau, nein, Form. Und da müssen wir Bielefeld beim besten Willen nicht hinschreiben, weil das weiß man, wenn man hier ist, dass das ein Bielefeld ist. Und wir haben nur eine Aussichtsplattform, von daher passt das auch. Gut, ich bräuchte die Linie 1 wieder. Und das wäre dann, ja, der Zug zur Aussichtsplattform. Dampflok aus. Ah, jetzt haben wir ja eh mehr Platz. Moment, jetzt können wir es gerade mal testen. Aussichtsplatt. Das passt tatsächlich alles hin. Dampflok, Aussichtsplattform. Sehr schön. Gut, ein Depot bräuchten wir. Hier haben wir keines, da könnte man eines... Ah, wisst ihr was, wir stellen da ein Depot hin. Moment, das bringt hier nichts, das Depot. Ja, ja, das schreit danach, dass hier oben noch ein Depot ist. Und zwar dieses alte Backsteindepot. Jenes, welche ich ja eh liebe. Jetzt ist nur die Frage, ob wir es hinkriegen, ohne dass wir hier den Berg auseinandernehmen. Bisschen drehen. Oh, das geht problemlos. Gleich mal kaufen, gucken, wie es aussieht. Vielleicht müssen wir hier nochmal kurz mit dem Wischmob. Nee, das können wir so lassen. Das ist wunderbar. So dieses Felsige gefällt mir ausgezeichnet. Also, Züge kaufen. Irgendwie eine nicht allzu schnelle Dampflokomotive. Was haben wir hier denn Schönes? Wir gucken mal ein bisschen weiter unten. Irgendwie sowas in der Richtung hier vielleicht. Tempo ist komplett egal. 85, 85, okay, wie wir, die haben wir hier schon. Die haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal. Das ist die Lokomotive, wo der Lokführer so schön rausguckt. Was ist mit dir? 65 km. Das wäre doch eine. Ich würde mal sagen, wir nehmen die, die Baureihe 91.3, gekauft. Und zwei, drei alte Wagen dazu. Dann nehmen wir jetzt ganz klar nicht neue Wagen, moderne. Das ist nicht ein Ausflugszug. In dem Sinn, so ein Zug, der halt eben einfach hier zu dieser Plattform hochfährt. Die Seetalwagen, schön. Passen hier nicht direkt hin. Wir nehmen. Durchgangswagen, was ist das denn? Wow. Die sind aber relativ neu. Also nein, ja, die sind steinalt, aber die Mod ist, glaube ich, relativ neu. Die Wagen der Debian, das ist kein Computer. Was? Keine Computernummer nach UIC mehr, das ist zur baldigen. Das ist angepasst, das ist immer, bitte Pause drücken und selber lesen. Ich möchte mich nur ganz kurz informieren. Das sind aber schon Personen. Ja, sonst würden sie nicht Passagiere transportieren. Kapazität 1, Kapazität 15, Kapazität 10. Ich würde sagen, wir nehmen mal den hier. 10. Und zwar einmal, zweimal, dreimal. Das reicht, ich habe gesagt, das gibt einen kurzen Zug. So, und das wäre dann hier Linie. Wenn wir hier nach vorne gehen, den Zug wieder schnappen, zuweisen, Linie Dampflok, Aussichtsplattform und wir lassen laufen und jetzt werden wir hier natürlich einsteigen und da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Viel gebaut werden sie unten noch nicht haben, so schnell sind sie dann doch nicht. Oh, schön, ja. Wunderbar mit diesem Wagen, das passt meiner Meinung nach perfekt. Genau so muss das aussehen, wenn hier so ein Zug rumfährt. Wunderbar. Oh, wisst ihr, was wir jetzt aber noch vergessen haben? Das machen wir jetzt noch. Jetzt wird es kritisch. Jetzt werden wir noch den Besuchermagneten installieren. Da müssen wir aber halt tatsächlich aufpassen, denn damit kann man sich wirklich die Performance völlig ruinieren. Hier ist er. Wenn wir jetzt hier übertreiben, also wir machen mal, ich würde mal sagen, 400 pro Jahr. Lassen es bei Wohnung. Wohnung läuft am besten, habe ich das Gefühl. Also, dass da am meisten Leute generiert werden. Und jetzt stellen wir den mal irgendwo hier hin. So, wo er nicht stört oder hier unterm Baum. Okay, und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht überflutet von Personen und so weiter. Und was mich jetzt aber eben auch interessiert, ist, ob hier Fahrzeuge spawnen. Die können ja nirgends hin, weil wir es nicht angeschlossen haben. So, wir steigen ein. Gut. Cool, Achterbahn. So eine richtig schöne Holzachterbahn in den Staaten. Ja, ein bisschen ruckelig, weil da unten ist Bielefeld. Das lebt das Städtchen. Oh ja, guck mal einer an. Sag mal, Hacks, was bauen die denn jetzt?
Ja, ist halt eine Straße. Da bauen die tatsächlich noch was hin. Aber baut doch da unten. Da unten haben wir euch extra Straßen gezogen. Das ist jetzt echt nicht schlecht. Wenn wir hier dann in irgendwie, keine Ahnung, 20 Folgen mal wieder vorbeigucken, dann steht hier oben eine neue Wohnsiedlung. Wahrscheinlich irgendwelche Wolkenkratzer. Heieiei. Ich weiß ja, dass die natürlich an Straßen ranbauen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das so weit außerhalb machen. Reicht Bielefeld bis hier rauf im Prinzip? Das würde dann wieder im Umkehrschluss heißen, dass sie hier unten mit Sicherheit auch noch bauen. Also sprich, dass hier neben dem Gleis mit Sicherheit auch noch Wohnungen und Co. entstehen. Finde ich jetzt trotzdem interessant, dass sie ausgerechnet da oben im Kran daherkommen. Da hinten sind sie auch noch dran. Okay. Gut, so, wir kommen ins Städtchen rein. Das möchte ich jetzt genießen. Da ist gerade ein Haus verschwunden und dafür wieder ein Bagger hingekommen. Okay, kann sein, dass diese Strecke vielleicht wegen dem Besuchermagneten jetzt schon wieder dazu geführt hat, dass die Stadt Morgenluft wittert. Sprich, ja, dass sie halt gleich wieder investieren und bauen, weil die Stadt boomt ja sozusagen, wenn sie jetzt noch so einen Zug hier haben. Ah, cool, das gefällt mir schon. Hier mitten durchs Wohnquartier durch. Ist vielleicht für die Anwohner nicht so schön. Im ersten Moment natürlich cool, aber wenn der Zug dann 20 Mal am Tag vorbeifährt, irgendwann hat man ihn wahrscheinlich gesehen, wenn er einem fast durchs Wohnzimmer durchrasselt. So, aber sonst ja. Ich denke, ist eine nette Strecke geworden. Und die werden wir uns dann demnächst später auch nochmal ansehen, denn eben, wenn hier links natürlich noch Häuser stehen, dann sieht das gleich nochmal ein bisschen anders aus. Und das Tempo ist genial. Genauso langsam sollte das sein. Und hier haben wir sogar Verkehr auf der Straße. Da sehen wir mal, ob die unbeschränkten Bahnübergänge funktionieren. Doch, doch, das tun sie. Bestens. Da hinten die Moderne, die gerade nach Bielefeld reinfährt. Und hier eben das Gleiche. Links bitte noch ein paar Häuser. Da bauen sie eh. Da in der Nähe vom Depot, da vorne, da steht ein Kran. Sehr schön. Also da sieht man schon das Städtchen. Ja, die wissen zu schätzen, was sie jetzt hier bekommen haben. Oh, da kommt noch das Rennvieh. Auch cool. Die bauen hier tatsächlich, ja, so wie es eigentlich gedacht war, zwischen Straße und Eisenbahn. Ich hoffe, das ziehen sie noch ein bisschen weiter. Oh, cooles Bild. Rechts noch die Straßenbahn ganz kurz. Ja, jetzt geht es hier in den Bahnhof rein. Und ob wir hier Passagiere haben? Ich würde sagen, ja, wegen dem Besuchermagneten da oben. Wenn der wirkt, das werden wir uns jetzt gleich ansehen, sobald wir stehen. Der wirkt aber primär, boah, der wirkt primär, ja, von da oben nach hier unten und umgekehrt wahrscheinlich nicht. Also nur weil da oben Besuchermagnet ist, werden hier nicht mehr Leute hier unten beim Bahnhof zusteigen. Das sieht man auch, dass hat jetzt auch... Oh, wow, 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 okay. Heiliges bisschen. Ja, sag mal. Ich habe... Ui, 320 Leute. Aber man sieht dafür... Wo will der hin? Hä? Haben wir... Hä? Was macht der denn? Reisebus, Bielefeld, Umkehr... Oh, was machen die denn jetzt? Nein, die haben... Guckt euch das mal an. Die haben ihre Strecke geändert, die Vögel. Oh, also jetzt haben wir hier zwei Probleme. Nämlich erstens, dass hier viel zu viele Leute sind. Das werden wir nur lösen können, indem wir hier irgendwie noch eine Lösung anbieten. Mit längeren Zügen. Ja, das war dann doch zu viel. Guck mal einen an, ich habe ja nur auf 4 eingestellt im Prinzip. 400 Leute pro Jahr und trotzdem haben wir hier schon diese Riesenmenge. Müssen wir hier vielleicht doch noch zweigleisig bauen. Und jetzt, was wir hier machen müssen, ist noch einen Wegpunkt setzen. Sonst fahren die hier tatsächlich durch die Stadt durch. Da kennen sie gar nichts. Die fahren dann hier lang. Hier runter. Reisebus Bielefeld Umkirch. Okay, das ist eben auch Bielefeld. Deswegen, die fahren dann hier zum Bahnhof. Die müssten eigentlich... Wo ist denn hier die Ausfahrt? Hier unten. Die müssten eigentlich hier raus, wenn man es genau nimmt. Und dann da zurück. Das wäre, glaube ich, die Idee gewesen. Davor haben wir keine Ausfahrt. Das hier zählt ja nicht. Das ist zwar irgendwie cool, wenn die Busse hier rüberfahren, muss ich sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, eben. Wir wollen hier eigentlich keine Reisebusse. Oder wollen wir die hier haben? Wisst ihr was? Wir könnten die doch auch hier haben.
Denn sie fahren eigentlich nicht hier an den Sonnenschirmen vorbei. Das ist mir wichtig, dass diese Sonnenschirme ihre Ruhe haben. Dann fahren sie hier den Wanderweg runter. Und wir haben das ja absichtlich so gemacht, dass die Leute ein bisschen außerhalb stehen, dass eben der Bus durch kann. Beziehungsweise wir haben gesagt, der Traktor, jetzt der ist natürlich gefährdet. Das kann sein, dass der ein bisschen unter die Räder kommt. Ich muss sagen, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn die hier lang fahren. Dann belebt das hier das Ganze hier oben auch noch ein bisschen. Wir könnten, nee, das ist irgendwie doof, das möchte ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir die Busse hier noch anschließen, aber wir kommen mit der Straße hier gar nicht rein. Jetzt müssen wir gucken, was machen wir bloß mit den vielen Leuten hier, also mit dem bisschen Zug, das hier fährt im Moment. Wir können mal gucken, wo ist er denn? Wahrscheinlich gerade auf dem Rückweg, genau, hier gehen 30 Leute rein. Okay, das klappt dann irgendwie doch nicht. Will ich mehr als einen Zug haben? Im Moment eigentlich nicht. Aber wir müssen es so machen, dass wir diesen Zug... Wisst ihr was, wir machen das anders. Wir schicken den, dann können wir das nämlich jetzt noch machen. Wir schicken den in Depot. Stellen hier unten zumindest für den Moment ein Depot hin. Könnten wir auch stehen lassen, wenn es gut aussieht. Und werden dem andere Wagen geben mit mehr Kapazitäten. Sieht dann vielleicht nicht mehr ganz so schnuckelig aus. Aber dafür können wir da oben die ganzen Leute abtransportieren. Ja, es ist eben, das ist immer ein bisschen tricky, wenn man das macht mit den Besuchermagneten. Dann kommen dann eben auch Leute, da muss man sich nicht wundern. So, Gleis ohne Strom und gerne die alte Variante. Und die geht dann hier rein. Und jetzt können wir dem Zug sagen, ab ins Depot, dann fährt er in dieses rein. Da muss er nicht mehr bis ganz nach oben. Wir können hier eigentlich sogar schnell laufen lassen. Ich muss ihn nur erwischen. So, ab ins Depot. Die Lok lassen wir natürlich. Aber hier gibt es jetzt Wagen, die Kapazitäten haben. Ich würde nicht gleich die Doppelstockwagen nehmen. Das sieht dann vielleicht doch ein bisschen komisch aus. Aber ja, man muss ja mit der Zeit gehen. Wenn der Tourismus so boomt, dann muss man halt reagieren. Und aus diesem hübschen, alten, ja, schnuckeligen Zug, was Schlagkräftigeres machen. Wagen, Passagier. Was haben wir hier, was ein bisschen wenigstens noch dazu passt, aber trotzdem ordentlich Leute transportieren kann. Die hier zum Beispiel. Da könnten wir auf einen Schlag mit 5 Wagen 150 Leute mitnehmen. Das fände ich gar nicht schlecht. 28. 10, das ist halt eben. 18, ja, das sind zu wenige. 30. Die würden auch passen. Wisst ihr was, wir nehmen die. Diese alten Schlierenwagen. Von der SBB, genau. Kann ich die nehmen? Nicht, dass mir jetzt das Spiel abstürzt. Moment. Irgendwie hatten wir hier doch mal ein Problem. Das ist mir zu heiß. Wir speichern rasch. Mache ich immer bei Test. Das wird aber immer wieder überschrieben. Und bei Test weiß ich, da passiert nichts. Das ist einmal wieder ein letzter Spielstand, bevor wir wahrscheinlich einen Zug oder einen Wagen gekauft haben. Ah, es funktioniert. Das funktioniert aber nur, weil ich gespeichert habe. Ich kenne es doch. Murphy's Law. So. 5. Dann haben wir 150. Ja, für das bisschen Lokomotive muss das reichen. Sonst sieht es dann auch ein bisschen komisch aus. Oder sollen wir die Lokomotive auch noch ändern? Was haben wir denn an Lokomotiven, die noch ein bisschen... Ja, die zum Beispiel. Die sind natürlich schon. Die sind größer. Ist ein bisschen schade um diese Lokomotive, muss ich sagen. Aber... Was kann die denn? 324, das ist schon... Die kommt da nicht mehr den Berg hoch. Oder sollen wir ein bisschen übertreiben und machen hier eine Dreifachtraktion? Wisst ihr was, wenn man das so... Da gibt es nochmal eine Lok, nochmal eine. So, wo kam die hin? Ach, hier unten. Okay, wenn ich dich jetzt rauf tue, bist du zu hinterst. Okay, jetzt hätte ich aber gerne die... Oder eine von denen noch in der Mitte drin. Wie machen wir das? Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen... Die weg, jetzt habe ich sie verkauft. Dann Züge kaufen, die Wagen. Oh, jetzt muss ich allen Ernstes nochmal hier runter scrollen. Auch schade, dass sich das nicht irgendwie merkt, wo man gerade war. Schlierenwagen, das waren die hier. Okay, 3 und dann die Lok dazu. Okay, das sieht je nachdem ein bisschen komisch aus, aber ja, sieht eigentlich. Sieht es komisch aus? Kann man das so machen? Ich weiß es nicht. Wir machen es mal so. Sonst können wir zur Not die eine Lok noch nach vorne nehmen. Die andere ist dann da hinten. Linie zuweisen. Okay. Und jetzt gucken wir uns das mal an nochmal.
Sieht natürlich ganz anders aus, aber das haben wir jetzt tatsächlich gemacht, damit wir da oben der Lage Herr werden. Anders geht's nicht, wenn da jetzt jedes Jahr 400 Leute... Och nö, jetzt weiß ich wieder, warum ich die nie genommen habe. Okay, bitte nochmal ins Depot rein, nochmal Pause. Ah, das ist ja schon ärgerlich. Okay, die kommen wieder weg. So, du kommst auch nochmal weg. Linie zuweisen. Nein, Blödsinn. Züge kaufen. Da müssen wir andere Wagen nehmen. Wir nehmen. Wir haben schon wieder völlig Überzeit. Aber die Wagen kaufen wir jetzt noch. Jetzt machen wir keine langen Sachen mehr. Wir kaufen. 12 ist zu wenig. Okay, irgendwo müssen wir doch noch Wagen haben, die alt aussehen und doch ein bisschen Kapazität haben. Das ist mir zu wenig, die 18, wie gesagt. Wir nehmen. Wir kommen immer weiter raus, sonst sehen wir halt doch irgendwie... Nein, die dann doch nicht. CF 42, okay, wir nehmen die. Einmal, zweimal, dreimal. Gucken hier, nochmal. Und jetzt hätten wir gerne nochmal eine Lok. Wir können ja hinten ran eine andere hängen. Das muss ja nicht die gleiche sein. Aber Moment, Dampf. Wir hatten die hier. Und hinten hängt dann meinetwegen noch so eine doch eher fette. So, Moment, die muss ich noch raufballern. Und dann hängt die da hinten. Okay, auch eher interessant. Aber wenn man es machen kann, kann es nicht so falsch sein, behaupte ich jetzt mal. Nee, ist ja halt eine Modelleisenbahn. Wir machen, was uns gefällt. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht hier. Ich denke, das kann eigentlich nur cool aussehen. Ja, das ist schon mal nett, die Doppeltraktion. Die Wagen passen auch. Kapazität 210. Damit werden wir das schaffen, dass wir da oben alle Leute wegkriegen. Die Frage ist dann halt, was machen die Leute dann hier unten? Gehen die dann hier wieder auf den Bahnhof und wollen weiter? Also werden die wirklich völlig ins Spiel eingebunden? Wahrscheinlich ja. Und man sieht, die spawnen. Und das klappt aber tatsächlich, dass man hier die Straße aber nicht anschließt und dann spawnen auch keine Fahrzeuge. Wenn ich jetzt hier die Straße anschließen würde, von hier meinetwegen darauf, dann wäre es tatsächlich so, dass hier Fahrzeuge und Fahrzeug spawnen. Das kennen wir von Wien. Da passiert nämlich genau das beim Fernsehturm. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben die Strecke fertig gemacht und jetzt haben wir hier doch einen relativ bemerkenswerten Zug. Würde ich mal meinen. Sowas in der Richtung hatten wir definitiv noch nie. Und hier mit dieser Lokomotive zuhinterst. Genau. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.